Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Musik, ein bisschen leiser, sowas. Ups. Hey, guckt mal, was ich gekriegt habe. Wo ist er denn hier? Guckt euch das mal an. Ich habe die goldene Ego verliehen gekriegt. Das ist ja unglaublich, oder? Da steht drauf, dank Philgood sind wir alle im Dampferhimmel. Ist das nicht cool? Das hat mir Heimchen gebastelt. Sie hat gesagt, sie kann kein Logo oder Trailer oder sowas, aber sie hat mir so einen Oscar gebastelt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Habe ich mich sehr gefreut. Nochmals ganz herzlichen Dank. Ist ein super Ding. Goldene Ego für Dampferhimmel. Cool. Die kommt natürlich irgendwie da hinten an die Wand. In die Nähe der Zeichnung von Signorina mache ich mir irgend so ein kleines Regal hin. Wirst du sehen, kommt gut. Ja, warum ich euch das erzähle, ich habe diese goldene Ego-Tee am letzten Dampfertreffen gekriegt. Und zwar war das am Samstag in Bern, wieder mal ein Schweizer Dampfertreffen. Und da sind wir schon beim Thema. Am nächsten Samstag ist das Dampfertreffen in Freiburg im Breisgau. Wenn ihr mal guckt, es gibt viele Dampfertreffen, in Deutschland speziell. Es ist so eine Tradition, dass sich Dampfer sporadisch und regional für ein Treffen einfinden. Für ein Treffen tönt ein bisschen blöd. Ja, weil, warum machen die das? Oder warum machen wir das? Es ist ja nicht so, dass man Dampfer einfach so täglich auf der Straße trifft. Das ist ja ein bisschen ein Problem. Das Dampfen kommt zwar immer mehr auf, aber Dampfer sind ein bisschen einsame Leute, weil es gibt einfach noch nicht so viele Dampfer. Außer vielleicht die, die man selber kennt, die wegen einem selber zu dampfen angefangen haben. Aber einfach so wildfremde Leute, die auch dampfen, mit denen man sich austauschen kann, die findet man nicht auf offener Straße. Mit denen kann man sich austauschen in den Foren zum Beispiel, aber so bei einem Bier in der Kneipe ist das doch eher selten. Ja, und deshalb gibt es diese Treffen. Die werden immer angekündigt in den beiden deutschen Foren, dampfertreff.de und e-rauchen-forum.de. Klickt euch da mal rein, da gibt es in beiden so eine Rubrik, die heißt Dampfertreffen und da könnt ihr gucken, ob irgendein Treffen bei euch in der Nähe ist. Wenn das der Fall ist, fahrt da unbedingt hin. Das lohnt sich in jedem Fall. Auch wenn ihr da mal 100 Kilometer oder so fahren müsst, das ist eine coole Sache, werdet ihr sehen. Und da könnt ihr sehr viel mitnehmen an Informationen und an spaßigen Anekdoten und Geschichten. Ja, Dampfertreffen sind immer, nee, nicht immer, aber praktisch alle Dampfertreffen sind öffentlich. Also da kann jeder hingehen. Es gibt in den Foren Listen, wo man sich eintragen kann. Aber wenn ihr euch jetzt kurzfristig entscheidet, ihr möchtet dann so ein Dampfertreffen gehen, kein Problem, einfach hinfahren und reinschneien. Das ist wirklich unproblematisch. Und es spielt auch keine Rolle, ob ihr einfach nur eine Ego-Tee habt, also was heißt auch nur, ob ihr eine Ego-Tee habt, oder ob ihr noch überhaupt nicht dampft, das spielt auch keine Rolle. Auch wenn ihr erst mit dem Gedanken spielt, vom Rauchen aufs Dampfen umzusteigen, dann nützt euch auch ganz viel. Fahrt unbedingt an so ein Dampfertreffen. Da werdet ihr sehr, sehr viele Inputs kriegen. Eben, diese Dampfertreffen, die sind immer öffentlich, die sind ganz offen. Man wird da sehr, sehr freundlich empfangen und wirklich mit offenen Armen empfangen. Ihr werdet sehen, Dampfer sind sehr gemütliche Menschen, sehr offene Menschen, die euch sehr gerne sehr viele Infos geben. Also kein Problem, müsst ihr nicht irgendwie Angst haben, dass ihr dann da in der Ecke steht oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht. Da wird man sehr freundlich empfangen und eingeführt in die Welt der Dampfer. Sind alles auch ein bisschen spezielle Leute, die Dampfer, und dadurch sehr interessant. Ja, weitere Vorteile. An so einem Dampfertreffen kommen unglaublich viele Geräte zusammen. Das ist schon erstaunlich. Also auch an den kleineren Treffen, da sind immer ganz viele Geräte da, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt oder von denen ihr schon gelesen habt und immer gedacht habt, ja, das wäre doch vielleicht noch was. Ja, an den Treffen könnt ihr die alle begutachten. Die werden euch erklärt, die könnt ihr auch probedampfen. Kein Problem.
noch mehr als Geräte sind Liquids vorhanden. Da hat es ganze Liquid-Batterien jeweils auf den Tischen mit, ich weiß nicht wie vielen, Hunderten von Aromen oder Liquids wahrscheinlich. Auch da, die Dampfer, die geben euch gerne ein bisschen was ab, damit ihr das testen und probieren könnt. Das ist ja auch immer so ein Thema, wenn ihr euch 20 Liquids nach Hause bestellt und die bezahlen müsst und am Schluss schmecken euch nur zwei, na ja, dann stehen 18 rum. Also, bringt die mit ans Treffen, das machen die anderen auch so. Und dann kann man die auch mal jemand anderem mitgeben und verschenken. Irgendjemandem, dem dieses Liquid mit diesem Aroma jetzt wunderbar passt. Da sind alle immer sehr glücklich darüber. Und schlussendlich hat auch jeder noch ein bisschen Geld gespart und jemand anderem einen guten Gefallen getan. Ja, fahrt hin an so ein Treffen. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es wird euch in jedem Fall weiterbringen. Es wird euch ganz, ganz viele Inputs geben. Nächsten Samstag, wie gesagt, in Freiburg im Breisgau. Guckt euch in den Foren um, wo die Treffen sind, wann die sind, wann ihr Zeit habt, an so ein Treffen zu fahren. Gut, das war's für den Moment. Ich grüße euch. Übrigens, das ist die Rockstar. Die habe ich letzten Samstag am Dampfertreffen in Bern vom Chris erhalten. Zu Testzwecken und um ein Video darüber zu machen. Also auch sowas gibt es an Treffen. Ist doch cool, oder? Ja, ich wünsche euch jetzt etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch dampfenderweise wieder einmal. Ist auch ein Wunsch von irgendjemandem. Ich soll euch wieder mal dampfenderweise grüßen. Also, ich grüße euch dampfenderweise. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.